Es ist Zeit für ein neues Skizzenbuch-Video. Und zwar ist das jetzt zwar schon ein bisschen länger her, dass ich hier dieses Skizzenbuch voll gemacht habe, aber ich wollte es trotzdem noch zeigen. Und zwar ist das der Zeitraum vom 30.09.2018 bis, ja, dann fast bis Ende des Jahres, also 2 Monate ungefähr. Und genau, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, das ist mein 28. bzw. 30. Skizzenbuch. Ich habe ja in einem anderen Video das, mein allererstes Skizzenbuch-Video, habe ich mal erklärt, warum das immer dort immer 2 Skizzenbücher Unterschied dazwischen sind. Also warum ich schreibe 28. bzw. 30. Genau, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gerne reinschauen. Und zwar habe ich das Skizzenbuch wieder so unterteilt wie beim letzten Mal auch. Und zwar habe ich hier auf der rechten Seite hauptsächlich meine Skizzen und auf meiner linken Seite habe ich meine Kanjis, weil ich ja immer noch Japanisch lerne. Und genau, dort mache ich das dann immer. Und wenn ich dann irgendwie noch extra Platz brauche, dann ja genau, expandiere ich einfach mit auf die linke Seite rüber. Genau. Und ja, ich blätter einfach mal ein bisschen durch. Hier habe ich mir dann, zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier oben habe ich mir Artist Showcasing geschrieben. Das war der ursprüngliche Name für meine Artist Spotlight Serie. Genau, dort hatte ich so zum ersten Mal die Idee, dass das doch cool wäre. Und ja, dort habe ich mir das einfach notiert, damit ich das nicht vergesse. Und dann habe ich mal geguckt einfach mal auf Google Trends, welcher Name denn populärer ist, Showcase oder Spotlight. Und weil dann Spotlight deutlich besser dort abgeschnitten ist, habe ich mich dann für Spotlight als Namen entschieden, weil ich eigentlich beides ganz cool fand. Ich habe mir das ja so ein bisschen von Ahmed Aldori, heißt der glaube ich, abgeguckt, die Serie. Und, oh ja, hier habe ich mir so ein ganz mini Skript dafür geschrieben, für meinen ersten Teil. Hier so ein paar Stichpunkte. Genau, dieses Konzept habe ich mir so ein bisschen von Ahmed Aldori abgeguckt, der hat aber auch bloß, ich weiß nicht wie viele, aber nicht viele, 2 oder 3 Teile oder so gemacht dazu. Und ja, genau, aber ich fand das eigentlich voll cool und deshalb wollte ich das selber auch mal ausprobieren. Genau. Hier dann selber ein paar Lion-Decker-Studies, weil ich dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin. Und genau. Das ist echt ganz cool, wenn man von Zeit zu Zeit einfach mal Sachen von anderen Leuten auch abmalt, um sich so ein bisschen von dem ihren Stil, ich muss hier meine Federmappe liegen, Gott, von denen ihren Stil halt so ein bisschen beeinflussen zu lassen. Und jo. Hier, wenn hier das PS steht, dann heißt das immer auch dafür, steht das auch immer dafür, dass ich an dem Tag viel in Photoshop gemalt habe und deshalb dann nicht so viel in dem Skizzenbuch zu finden ist. Genau. Was aber eigentlich ganz lustig ist, weil wenn ich in Photoshop male, dann sind meine Malsessions meist so irgendwie, keine Ahnung, 1,5, 2 Stunden lang oder so. Und im Skizzenbuch halt eigentlich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so. Genau. Obwohl es dann halt viel weniger aussieht, wenn man dann das Skizzenbuch anguckt. Aber naja, darauf kommt es ja eigentlich auch nicht drauf an. Den Kerl hier unten, den mit dem Hut, den finde ich nice. Treffe ich ihn überhaupt? Ja. Bloß um das mal anzumerken. Und genau. Hier habe ich mir aufgeschrieben Stream. Vielleicht habe ich an dem Tag gestreamt. Wahrscheinlich habe ich an dem Tag gestreamt. Und ja. Ich finde, das Skizzenbuch ist so sehr durchmischt. Von Zeichnungen, die ich echt ganz gut finde, und Zeichnungen, die ich relativ ekelhaft finde. Zum Beispiel das hier drüben mit Grün ist relativ ekelhaft. Ja, das ist, oder hier, sowas hier ist halt echt nicht gut. Aber dann kommt wieder ab und an auch Sachen, die ich cool finde, und das ist halt so sehr durchmischt, was ich ganz interessant finde. Und ja, ich weiß noch, bei meinen
bei meinen älteren Skizzenbüchern, wenn ich dazu Skizzen hatte, und ich dachte mir so, boah, die Skizze, die war jetzt wirklich, das ist schon nice. Und wenn man dann aber Jahre später sie sich halt nochmal anguckt, dann denkt man sich so, naja, okay, ist schon besser als der Rest, aber da hast du trotzdem noch viel Potenzial nach oben. Und das ist dann immer cool zu sehen, dass man halt einfach seine Standards gehoben hat. Genau. Was ist das? Ist das auch? Das ist, glaube ich, auch ein Skript für ein Video. Warum digital malen? Ach so, das Video. Das Skript dazu, schaut sie euch alle an. Schaut sie euch alle an. Wenn man so bloß Konsument ist auf YouTube und generell, dann merkt man, zumindest habe ich das früher halt nie so wirklich gemerkt, wie viel Arbeit und so halt hinter auch solchen kleinen Videos stecken. Oh, das finde ich auch ganz nice. Hier. Wie viel Arbeit eigentlich hinter auch so kleineren Videos stecken, die dann meistens vielleicht bloß so 10 Minuten oder so gehen. Aber ja, auch hinter solchen Sachen stehen halt stundenlange Arbeit teilweise. Also je nachdem, wie aufwendig man sich's macht. Aber wenn man es gut machen will, halt schon. Oder ein bisschen Döner. Ein bisschen Döner-Shit und so. Habe ich mal ein bisschen so rumprobiert mit so, wie nennt man das? Titles, Headlights, Gott. Ja, so Überschriftenzeugs halt. Genau. Und ja, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz und man kann das aber auch, finde ich, auch relativ schlecht einschätzen, relativ schwer einschätzen, wenn man nie sowas gemacht hat. Und ja, hier, das war, das hat man vielleicht gesehen aus meinem Artist Spotlight Video zu Kim Yang-gi. Da habe ich hier drüben auch mein Skript dazu, was ich da erzählen will. Und dann habe ich hier meine Skizzen, die ich dazu skizziert habe. Und ja. Das finde ich auch ganz, ganz lustig, außer dass die Füße übelst verkrüppelt sind, aber ansonsten ist das eigentlich auch ganz cool. Und ja. Aber wenn ich mir so Skripts schreibe für Videos, dann darf man das auch nicht so. Also dann ist das jetzt nicht irgendwie. Oh, ein kleines Porträt. Dann ist das jetzt auch nicht irgendwie ein ausformuliertes Ding, was ich. Leute, die duschen. Okay, also ich habe mir das Skizzenbuch nicht vorher angeguckt. Ich mal reagiere gerade. Ich sehe das hier auch alles gerade zum ersten Mal seit 2 Monaten oder so. und ja. Und genau, wenn ich mir so Skripts schreibe oder so, dann heißt das, wie gesagt, auch nicht, dass ich mir halt wortwörtlich aufschreibe, was ich sagen will, sondern ich mache mir halt so ein paar Anstriche, Gedankenstützen sozusagen, was ich halt ansprechen will. Dass ich halt so eine ungefähre Guideline habe, was ich in dem Video sagen will. Vor allem auch in Videos, wo ich halt so ein bisschen Tutorial-mäßig was erzählen will und wirklich halt nicht bloß wie jetzt halt einfach darauf reagieren will, sondern tatsächlich auch, das ist ganz nice, auch tatsächlich halt Wissen und Inhalt halt vermitteln will, dann finde ich, ist es auch bloß angebracht, wenn man wenigstens halbwege Struktur drin hat. Und genau. Obwohl es dann auch immer ein bisschen, also solche Videos, die dann so vorgelesen wirken. Oh, das ist auch cool. So Videos, die dann so vorgelesen wirken, wo man halt halt jeden einzelnen Satz schon vorher geskriptet hat. Sowas finde ich wirkt immer so ein bisschen unnatürlich und nicht so wirklich frei. Und das finde ich dann halt auch ein bisschen unangenehm und ganz ehrlich, da habe ich halt auch nicht so wirklich den Bock zu, mir dann so viel Aufwand wirklich zu machen, weil das sprengt dann echt teilweise, also das würde halt echt den Rahmen sprengen. Und genau, deshalb mache ich mir halt immer solche kleinen Skripte, genau, dass ich halt so kleine Guidelines habe. Und ja, hier ist eine Seite, hier ist tatsächlich eine Seite, ich weiß nicht, ob man sieht, aber die ist hier rausgeschnitten. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie mich so sehr für die Seite schäme, sondern weil ich hier ein Porträt gemalt habe und das wollte jemand gerne haben. Und dann habe ich das Porträt ihm ausgeschnitten aus meinem Skizzenbuch, habe eine ganze Seite dafür geopfert. Und genau. Dieser Typ von der Mate-Flasche. Ich trinke keine Mate. Ich weiß, ich bin nicht cool. Ich bin nicht cool genug dafür, um Mate zu trinken. Oh, das ist auch ganz nice hier so. Hier Schädel im Raum zu drehen.
und sich das so, vor allem aus dem Kopf, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich das, wenn man auch mal probiert, sowas hier aus dem Kopf zu machen, so einen Schädel rotieren und das aufzumalen, das ist echt nicht so einfach. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich habe diese Seite zumindest dort weggegeben und deshalb ist sie jetzt nicht drin. Hier noch ein kleines Porträt. Ja, ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich habe es jetzt auch schon. Ich habe vor ein paar Wochen mal das letzte Mal so ein Porträt gemacht, aber genau. Jetzt auch schon. Also hier in der Zeit habe ich das echt schon ein bisschen öfters gemacht. Ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Es macht auch echt Spaß, finde ich. Also keine Ahnung. Ich finde das so Bleistiftporträts machen ist so eins der entspanntesten Sachen, die ich zumindest beim Zeichnen machen kann. Und genau. Hier dann halt so kleinere Porträtskizzen halt auch. Ich glaube, die habe ich sogar mit meinem Druckbleistift gemacht. Eigentlich zeichne ich immer mit einem normalen Bleistift, also mit so einer Art Bleistift. Aber dann habe ich hier mal wieder seit gefühlten Jahren, es sind wahrscheinlich wirklich Jahre, mal wieder meinen Druckbleistift ausgepackt. Also ich habe ganz früher habe ich angefangen mit dem hier und dann habe ich zu einem Druckbleistift gewechselt und dann bin ich wieder zurück zu denen gekommen und ja, seitdem benutze ich eigentlich nur noch die. Genau, das hier finde ich ganz cool. Das und hier dieses Pferd mit dem Typen da drauf, ja, ist auch ganz nice. Ganz nice. Manchmal hat man gute Tage und dann sieht es cool aus, alles so gefühlt und also 80% besser als sonst. Manchmal hat man auch einfach schlechte Tage und dann sieht halt einfach alles kacke aus. Da muss man ein bisschen drauf klarkommen. Am Anfang denkt man so, nein, mein Leben ist zerstört, ich kann nicht mehr malen. Aber wenn man dann weiß, wie es ungefähr läuft, dann kann man das auch ein bisschen einschätzen. Was ist das hier? Das ist, zu dem Artist Spotlight von Feng Su, das Skript. Habe ich mir dort geschrieben. Genau. Und hier sieht man dann wieder Photoshop. Photoshop FZ steht wahrscheinlich für Feng Su. Da habe ich wahrscheinlich an der Feng Su Study gearbeitet an dem Tag. Deshalb ist da nicht so viel. Ein bisschen. Oh ja. Ein bisschen Zeug. Und ja. Aber man sieht ja, dass ich mich hauptsächlich mit Kugelschreiber zeichne und vielleicht so 10-20% Bleistift. Also Kugelschreiber ist immer noch mein Hauptzeichenmittel, zumindest wenn es halt um traditionell geht. Aber ich finde, Kugelschreiber ist auch extrem angenehm. Also es ist extrem angenehm, mit Kugelschreiber zu malen. Vor allem, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, hier mit einem Tippex so ein bisschen mit einzubringen, meine Kuli-Skizzen. Zum Beispiel hier sieht man das dann. Hier hatte ich zum Beispiel eine Guideline in der Mitte von seinem Kopf. Und die habe ich dann einfach mit Tippex einmal über Tippex sozusagen. und für sowas ist das dann halt ganz gut. Oder wenn man hier mal die Ränder irgendwie ein bisschen zu fett gemacht hat oder nochmal nachgezogen hat, da kann man sich mit Tippex echt ganz gut aushelfen. Und ich mag den Look eigentlich. Oh, hier habe ich so ein Messer. Das ist mein Messer. Mein Taschenmesser. Und ich habe es hier so mir anders immer hingelegt und dann abgemalt. Genau. Und wenn man halt sein Tippex dafür noch benutzt, macht es das eigentlich. Hier ist nochmal ein Porträt. Macht es das eigentlich richtig angenehm. Und genau. Das hier habe ich auch als Sketch gemacht. Das kann man sich auch angucken. Und ja, ich glaube, dann ist auch jetzt nicht sonderlich viel übrig. Oh, das finde ich auch ganz lustig. Warte, hier sieht man es. Ah, da. Genau, dann ist jetzt auch nicht mehr sonderlich viel übrig. Ich hatte mir noch kein neues Skizzenbuch gekauft, deswegen ich in meinem Backup-Skizzenbuch, in meinem Moleskine-Skizzenbuch, in dem ich früher eigentlich bloß die coolen Sachen reinmalen wollte, aber es dann keine. Also, dann waren mir meine Sachen nie gut genug, um ins Moleskine-Skizzenbuch zu malen. Weswegen das jetzt so mein Backup-Skizzenbuch ist, falls ich gerade kein anderes habe. Deshalb habe ich da dann eine Woche oder so drin gemalt, bis ich mir dann ein neues gekauft habe. Und ja, deshalb ist jetzt hier auch bis auf die letzte Seite alles gefüllt. Normalerweise lasse ich noch ein paar Seiten frei, aber diesmal dann halt nicht. Und das war mein Skizzenbuch. Hier sind noch meine ganzen Workouts. Das habe ich ja auch gesagt, dass ich die jetzt mal zentral sammeln wollte, damit ich da nicht immer rumblättern muss, um meine Workouts zu finden, wenn ich Sport mache.
Und genau das ist das. Und das ist das Skizzenbuch. Ist jetzt gegangen bis zum 11.12. vom 30.09. bis zum 11.12. Also doch 2 Monate. Ungefähr. 1,5 Monate. Gut 1,5 Monate. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen gefallen, inspiriert, weitergeholfen. Mir haben diese Videos, beziehungsweise gefallen mir diese Videos immer noch sehr und ich finde die immer sehr inspirierend und anspornend und genau, kriegt man mal ein bisschen mit, was so andere Leute machen und deshalb mag ich die Videos und deshalb mache ich die auch. Genau, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal und bis dahin, einen schönen Tag noch und adios!